Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Letztes Mal haben wir hier unseren ersten Bahnhof gebaut und heute geht es weiter mit weiteren Bahnhöfen. Ich hoffe, dieser Abstand hier reicht. Wir brauchen ein paar Kisten. Ein paar Greifer. Okay. Hier ist das Eisenerz auch alle. Von hier unten kommt wirklich nicht mehr viel hoch. Hoffentlich reicht das. Feld, das wir da oben haben, etwas. Ich brauche ein paar von denen und dann etwas Stahl. Ein paar Eisenkisten. Und dann können wir einen richtigen Bahnhof mit Auslade bauen. Natürlich ist das Eisen schon wieder alle. Dann wird das unser Kohlebahnhof. Hof Ausladung. Sehr schön. Und dann haben wir hier hier ist der letzte Waggon. Und dann haben wir hier Kisten. Viel zu wenig. Und auch zu wenig Greifarme. Natürlich gibt es Mods, die eine Ausladung einfacher machen, aber in dieser Serie spiele ich ja ohne Mods. Das können wir dann in einer künftigen Serie ergänzen. Und dann haben wir jetzt hoffentlich alles beisammen.
das hier so. Dann sollten wir zumindest in beiden Schmelzen etwas Eisen haben. Hier ist dann wirklich nicht mehr viel drin. Gut, der Panzer ist fertig. Dann machen wir mal die Fluggestelle. Denn Roboter, das wird auch bald mal kommen. So. Das hier gibt die Ausladung. Dann werden wir hier immer zwei Bänder zusammenfassen. Wahrscheinlich tun wir gut daran, hier etwas an Schaden zu forschen. So. Das ist ja unsere Kohle. Und damit werden wir auch unseren Zug beladen. Machen wir so. So. Und dieses Set brauchen wir dann hier drüben nochmals. Wird dann der nächste Bahnhof.
Hier unten klebten im Weg. Dann auch die Geschwindigkeit. Okay, da brauchen wir ein paar solche. Auch alles schön abdecken können. Gut. Nun geht es einfach darum, das Ganze ein paar Mal zu bauen. Braucht ein paar Kisten, ein paar Greifer. Ein paar mehr als ich habe. Machen wir doch hier mit weiter, dass wenn wir dann die Lasertürme aufstellen, dass die auch ordentlich was weghauen. Langsam hier der Stahl. Das, was wir verbrauchen. Dann müssen wir natürlich auch noch Schiene bis hier zu unserem Erz legen. Und da sind uns dann wahrscheinlich wieder ein paar Nester in der Quere. So.
Eins, zwei, drei, vier, fünf von denen. Ein paar große oder mittlere Strommassen sind sie eigentlich. Hier haben wir ein eine Maschine zu wenig, dass das auch ausgeglichen wäre. Das hier Eisenerzbahnhof. Ausladung. Ja, kistenweise hat das nicht weit gereicht. Müssen so rum. Da brauchen wir aber keinen. So, Beladung. Und Tempo machen wir auch noch. Gut. Und dann kopieren wir das Ganze mal. So, das wäre dann Kupfer. Das wäre Stein. Dann haben wir hier das Uranerz. Und das war's von den Gleisen.
wenn wir das jetzt so machen. Das Ganze effizienter. Und irgendwann muss ich da dann auch den Rest ranhängen. Kisten und Greifer und Strom und so. Aber fürs Erste geht es uns ja wirklich mal um das Uranerz. Und solange wir wissen, wo das rankommt, haben wir schon mal etwas erreicht. So. Das alles auf dieser Seite schaut so aus. Machen wir hier weiter. Bleiben wir doch bei den Energiewaffen. So. Und das ist nun unser Uran. Und nun sind auch die Fließbänder alle. Nun, aber ihr seht, wie das rauskommen soll. Ich werde den Bahnhof da noch fertig bauen. Und dann können wir in der nächsten Folge die Gleise legen zum Uranfeld. Und auf dem Weg dahin die Aliens aus dem Weg räumen.
Bis dann. Tschüss.